Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Inge. Ich möchte mit euch heute eine ganz entspannte Stuhlgymnastik machen. Lasst euch überraschen. Setzt euch erstmal ganz bequem auf den Stuhl und geht euch noch zwei Flaschen oder Hanteln holen. Halbe Liter, dreiviertel Liter, das reicht. Und lasst die Arme einfach hängen. Hängt euch einfach so im Stuhl, ganz bequem. Atme tief durch. Hüftbreit auf, nimm deine Gewichte in die Hand und wir beginnen über die Seite hochzuziehen. Kopf, den Hinterkopf nach oben, lang.
langen Hals und wir beginnen die Schulter zu kreisen. Mal die rechte nach hinten, mal die linke ziehst zurück. Schulterblatt geht zur Wirbelsäule ran.
anderen Seite. Such eine große Bewegungsreihe aus und zwei, drei tiefe Atemzüge. Zur Nase einatmen, zum Mund ausatmen. Zusammen und ziehen über die Seite. Arme über den Kopf zusammenführen, über die Seite. Po schiebt nach hinten weg, gerade Rücken. Noch zwei. Zieh die Arme nochmal. Und komm langsam Millimeter für Millimeter zurück. Und wieder drückst dich hoch. Arme, die gehen an der Seite auf, ab. Vier, drei, zwei, eins. Nehmt die Arme zurück, setzt euch zurück und lehnt euch an. Lasst die Arme hängen und die Beine nach oben im Wechsel. Thank you.
cm höher und halten. Und ab. Und ziehe sie hoch. 1 cm höher. Halten. Und jetzt hast du das Gefühl noch für den geraden Rücken. Und ab. Und ab. Zieh die Beine hoch. 1 cm höher. Halten. 4, 3, 2, 1. Und ab. Und noch einmal. Zieh sie hoch. Hältst sie. 1 cm höher. Halten. 4, 3, 2, 1. Und lasst locker. Stellt eure Flaschen einfach kurz unter den Stuhl. Und setzt euch mit einer Pobacke auf den Stuhl. Und das andere Bein geht nach hinten gestreckt weg. Richtet euch auf. Wir arbeiten im Hüftbeugebereich. Wir öffnen uns. Richtet euch auf. Ein Fuß hinten aufgestellt, langes Bein. Und schiebt die Hüfte nach vorne, aufgerichtet halten. Brustbein heben. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich wünsche euch was. Tschüss, bleibt gesund.